Hallo meine Lieben, in diesem Video geht es um die freie Trauung, was sie eigentlich ist, was sie nicht ist und wie ihr die richtige Rednerin oder den richtigen Redner findet. Ich habe dieses kleine Büchlein geschrieben, ich glaube schon 2019, also noch vor Covid, da war ich auch noch hauptberuflich freie Trauerrednerin und Sängerin, seit 2014. Davor war ich 14 Jahre lang Radiomoderatorin, ja, und Covid hat vieles verändert in unserem Leben und ja, jetzt mache ich es immer noch, aber halt nicht nur. So, aber trotzdem habe ich natürlich jede Menge Erfahrung und sage meinen Paaren auch immer, wenn sie mich buchen, ihr könnt mich alles fragen rund um diesen großen Tag, weil ich habe vieles gesehen, weil ich früher vor allen Dingen als Sängerin viel unterwegs war, habe auch abends Partybands gespielt und so. Oder gesungen, besser gesagt, und habe natürlich auch vieles gesehen, was man durchaus besser machen kann, muss man sozusagen. Es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die nicht wissen, was eine freie Trauung ist und deswegen auch diese Videos, weil ich euch das einfach ein bisschen näher bringen möchte und vor allen Dingen meine Begeisterung für die freie Trauung mit euch teilen möchte. Also die freie Trauung ist das weltliche Pendant zur kirchlichen Trauung. Es ist also geeignet für alle Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht in der Kirche heiraten möchten oder nicht können. Also auch für gleichgeschlechtliche Paare oder Paare aus verschiedenen Religionen oder. Es gibt jede Menge Möglichkeiten. Und natürlich auch für Menschen, die einfach sich etwas auf sie zugeschnittenes wünschen, denn das ist es ja. Also wenn ich für meine Paare eine Trauung kreiere, dann ist jede einzelne Trauung auf dieses eine Brautpaar zugeschnitten. Und deswegen brauche ich auch 20 bis 30 Stunden pro Paar. Insofern hat natürlich das auch seinen Preis, das ist ganz klar. Aber ich sage immer, spart nicht am falschen Ende. Ihr wisst ja, es gibt keine zweite Chance für eine schöne Zeremonie. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das alles handeln kann. Also ich war zum Beispiel auch schon Geschenk, ja. Also ich war auch schon auf Hochzeiten, wo dann, kann ich mich erinnern, ich glaube, Onkel und Tante dann zu mir kamen, mich umarmt hatten und gesagt haben, ah, danke, danke, dass Sie unser Geschenk zu so einem besonderen Geschenk gemacht haben. Also ich war quasi, die freie Trauung war das Geschenk. Also bevor man jetzt lauter unnütze Sachen geschenkt bekommt, das wäre ja zum Beispiel eine Idee. Oder meine Kolleginnen und ich, also viele, ich bin ja mit vielen verbandelt jetzt über, verbandelt sagt man jetzt, über unsere, also verbunden, ja, über Facebook und so. Wir bieten auch Ratenzahlungen an, weil, ja, das soll einfach leistbar sein, ja, okay. Nun, viele meinen ja, okay, das Standesamt, das reicht ja eigentlich im Prinzip schon, nur ist das Standesamt immer so festlich? Kann sich ein Standesbeamter leisten, das wirklich auf euch zuzuschneiden? Meistens haben sie keine Zeit dazu. Ich kenne Kolleginnen, die sind auch Standesbeamte, aber das sind natürlich zwei Paar Schuhe, weil ich bekomme auch immer wieder mal Anfragen, wo dann drin steht, ja, sind Sie denn Standesbeamte? Nein, bin ich nicht. Ich bin freie Traurednerin und das ist ein freier Beruf, den im Grunde jeder ausüben kann. Und wenn ihr jetzt auf die Suche geht, dann gibt es da natürlich einige Kriterien, die ihr beachten solltet, ja. Denn es ist einfach ganz, ganz wichtig, dieses